Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, beim letzten Mal habe ich tatsächlich die zweite trimagische Aufgabe freigeschaltet und ich muss mit Entsetzen feststellen, dass da tatsächlich steht, dass ich noch 11 trimagische Schilde brauche, um das nächste Gebiet freizuschalten. Das ist erst die dritte trimagische Aufgabe, danach kommt erst der letzte. Und Halleluja, das kann noch eine ziemliche Arbeit werden. Aber jetzt werde ich erstmal in die zweite trimagische Aufgabe starten. Viel Spaß! Willkommen zur zweiten Aufgabe. Den Champions wurde etwas, was ihnen sehr wichtig ist, letzte Nacht weggenommen. Dies befindet sich nun auf dem Grund des Schwarzen Sees. Ihre Aufgabe ist, es zurückzuholen. Champions, ihr könnt beginnen. Rette deine Freunde. Und das möglichst innerhalb der Zeit, ne? Nehme ich an. Wie kann ich mich denn fortbewegen? Also ich merke, dass ich schwimme. Aber kann ich das auch irgendwie... Sammle Dianthuskraut für einen Schub? 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 Okay, aber wo ist Dianthuskraut? Ach, da vorne ist das. Oh Leute, kann ich das irgendwie beschleunigen? Ganz ehrlich. Ich bin ja voll langsam. So, jetzt. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe hier ziemlich viel Zeit. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich das hier beschleunigen kann. Weil mit den... Also mit den Richtungstasten schwimmt er nur nach oben oder nach unten. Und nicht nach vorne. Also es ist echt... Ich bin mega langsam. Aua. Ey, hier tut mir weh. Und die Dianthuskraut ist hier irgendwie auch nur alle 50 Meter mal. Also, so sehe ich das zumindest. Was ist das hier? Das schimmert so komisch. Das bringt mir irgendwie gar nichts. Cool. Ah! Ich sage, die Dianthuskraut gibt es ja auch nur alle paar Meter mal. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche hier 15 Minuten mindestens, um diese scheiß Aufgabe zu schaffen. Oh, Wassermenschen. Oh, Wassermenschen. Autsch. Oh shit. Oh shit. Ah, Dianthuskraut, Dianthuskraut. Powerschub. Hier, Schnelligkeitsschub. Dings. Ach komm, Harry. Du kannst doch ein bisschen schneller schwimmen. Schießt jetzt einfach immer hier wild um mich. Geht es nicht, dass der ein bisschen schneller wird? Ganz ehrlich. So? Nein. So auch nicht. So auch nicht. Nein. Ich kann ihn tatsächlich nicht schneller machen. Das ist ja Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man das in einer bestimmten Zeit schaffen muss, schaffen kann. Oh. Sorry, ich weiß nicht, ob ich euch angreifen soll. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, man soll einfach nur möglichst nicht sterben dabei. Ah. Das ist die Hand des Kraut. Ich darf es nicht verfehlen. Oh Gott, das sind viele. Oh Gott, das sind viele.
Oh Gott. Oh Gott, ich hab Schiss. Okay, das war knapp. Haltet mal die Augen offen nach Dianthuskraut. Okay. Puh, geschafft. Aber ich habe nur noch 10 Leben. Oh nein, ich bin tot. Okay, das scheint doch schwieriger zu sein, als ich gedacht habe. Und wenn ich jetzt immer wieder von vorne... Nein, das war ein Checkpoint. Puh, die Scheiße war ein Checkpoint. Sehr gut. Jetzt lande ich ja halt wieder hier bei den Viechern. Aber ich habe wieder 100 Leben, das ist schön. Hallo, ich kann nicht mehr zaubern. Der zaubert nicht mehr. Leute, ich habe einen Bug, der zaubert nicht mehr. Scheiße! Nein! Ah, doch jetzt! Oh Gott! Nein! Aua! Da ist noch einer. Los, verzauber ihn! Ja, die haben mich nur einmal getroffen, ist ja Wahnsinn. Aua! Also, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wenn die einmal an mir vorbei sind, dann scheint es okay zu sein. Dann scheinen die mir auch keine Gefahr mehr zu sein. Aber bis sie dann halt mal an mir vorbei sind, ne? Beziehungsweise ich an ihnen vorbei bin. Oh, Leute. Gibt es hier irgendwo Dianthuskraut? Ganz ehrlich, das ist... Also irgendwie ist eine Aufgabe nerviger als die andere. Bei der Drachenaufgabe ging es wenigstens ein bisschen schnell. Ich meine, der schwimmt ja hier im Schneckentempo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sterbe schon wieder. Ich sterbe schon wieder. Ach, das ist doch nicht wahr. Jetzt beeil dich doch mal ein bisschen. Nee, ich sterbe schon wieder. Das hat keinen Sinn. Nee, ich bin tot. Boah, das hat doch keinen Sinn. Ich bin so mega langsam. Warum ist der so langsam? Den muss man doch irgendwie beschleunigen können. Bringt es was, wenn ich hoch und runter schwimme? Nee, keine Ahnung. Irgendwie ja nicht. Schmeiß einfach ununterbrochen mit Zaubern um mich, wie schon gesagt.
Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Dass sie gar nicht erst dazu kommen, ihre komischen Scheiß-Dinger da auf mich zu werfen. Ach Gott. Und die Anduskraut finde ich ja auch keins mehr. Es ist einfach nicht mehr da. Ich habe mich an wie so eine Seerobbe. Schon wieder nur 70. Ach, das schaffe ich doch wieder nicht. Vor allem die Zeit, ne? 9 Minuten einfach. 9,5 Minuten schon. Da vorne ist nochmal die Anduskraut. Aber bis ich da hinkomme, da komme ich ja nicht mal hin, weil ich immer vorher sterbe. Weil die mich auch immer treffen, die Scheiße. Die verfolgt mich doch, die Scheiße. Mann! Ja, toll. Ja, den Scheiß hier überlebe ich jetzt wieder nicht, weißt du? Ja, seht ihr? Nee, ich mach das nicht. Ich schaff das nicht. Nee, ich bin da zu blöd zu. Ich habe keinen Bock auf den Level. Das ist mir jetzt zu blöd, sorry. Nee, ich brech das jetzt hier ab. Ich habe keinen Bock mehr.